Herzlich willkommen zur weiteren Folge Karte von Thüringen. Wir machen jetzt auf Feld Nummer 29 die Mission mit Gerste fertig. Wir starten erstmal, programmieren wir unseren Kursbefahrer mit zwei Fahrzeugen. Dazu löschen wir den alten Kurs, ganz wichtig. Dazu gehen wir auf Feld Nummer 29. Zwei Fahrzeuge vorgewendet machen wir in dem Falle drei. Dann macht er sich leichter mit den Wenden. Dann machen wir auch weich, weich passt. Generieren wir ganz kurz den Kurs. Feld 11 muss einmal komplett auswachsen, bevor wir die Mission ablösen können. Ist eigentlich fertig, aber er kennt das andere nicht an, das schon mal ausgesät wurde. Das sollte hier klappen. Dann bist du links. Schreib mal aus. Den Kurs werden wir gleich noch kopieren auf dem anderen Fahrzeug. Auch den alten Kurs, der ist schon gelöscht. Gut. Kopieren wir. 15 Meter, das ist ja genau der richtige. Und du machst rechts. Rechts bleibt, anders deaktiviert. Ersten Wegpunkt. Richtige Sorte. Gerste. Hoffe ich jedenfalls. Der Treibstoff noch reichen. Links deaktiviert. Passt. Mal ganz kurz ersten Wegpunkt einstellen. Die anderen beiden Fahrzeuge sind auch fertig. So, nächsten gleich rein. Ersten Wegpunkt natürlich rechts. Nun startet er nicht, weil der andere nicht aktiviert ist. Einstellen. Ja. Lassen. Das soll nicht so sein. Weil der äußere soll immer vorfahren. Mal gucken wir hier aktiviert, ja. Normalerweise müsste schon starten. Ich brauche Abstand. Ja. Was läuft verkehrt? Links passt. Müsste an die starten normalerweise. Ja, wahrscheinlich, weil er zu dicht am Punkt war und schon drüber lag. Na gut. Gleich hinterher und dann geht er los.
Wir haben wieder Sauwetter, ne? Was ist denn los in Thüringen? Regen, Regen, Regen. Gut, arbeitet. Dann können wir die anderen beiden Fahrzeuge zumindest lassen. Den werden wir auch mal entlassen. Auf jeden Fall auch fleißig mal arbeiten. Ja, 29 auch. Das klappt auch. Und mal gucken, wo wir noch hinfahren können. Wir haben dann bestimmt noch mehrere Missionen. Abarbeiten. 54 Arbeit, 11 ist eigentlich fertig. 29 sind bei, 34 ist 34. Wo ist die 34? Ja, da müssen wir auch einmal hinfahren, ne? Eigentlich auch was für zwei Fahrzeuge normalerweise. Wenn wir was Kleines suchen. 29 ist bei. Das ist ja noch kleiner wie Anne. 55. Das ist dann ein bisschen kleiner. Das ist eher machbar. Aber weit zu fahren. Dann müssen wir mal auffüllen, Zeug zum Hof auffüllen und dann Richtung 55. Regen, Regen, Regen. Wie graut vor der Ernte. Aber da können wir nichts machen, Wetter, ne? Wir werden wohl ein paar Stunden finden, wo wir ernten können, ne? Der Mais ist nicht so tragisch, den können wir wechseln, aber das geht. Muss andere auch noch schaffen. Aber bis dahin würde ich die Felder eingefahren haben mit Autoreif. Aber mal schauen. Die Strecken habe ich schon teilweise geschafft. Teilweise. Also wirklich teilweise. Und zwar die für uns oder für mich relevanten Felder erstmal in dem Bereich. Aber ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, bezweifle ich mal ganz. Ganz, ganz vorsichtig noch. Bin aber noch nicht so sicher, ob das klappt. Ob's schon wieder an die Hausmauer. Aber wie gesagt, das ist. Da muss ich mal Lust und Laune haben, das entsprechend anzubieten. Also nichts nehmen, also nichts kann man, da kann man nichts nebenbei machen. Also hier nebenbei Felder bestellen und so, da wird dann nichts. Das ist dann, man muss dann auch die Fritur dann entsprechend durchziehen. Und hier noch teilweise mit Einbahnstraße gedacht, weil zwei entgegenkommende Fahrzeuge wird's eng. Muss man ständig so fahren. Vor allem mit den LKWs ist es echt schwierig, ne? Bei der eingefahren ist immer ein Traktor. Aber schon bei diesem Traktor kann man sehen, dass die Straße recht schmal ist. Und wenn so zwei von selben weiterkommen, entgegenkommen, dann ist nicht schlecht. Andere wäre die mit Kursplay, Überführungskurs zu machen bei den großen Feldern. Überladewagen und dann geht halt immer fleißig rein. Das ginge auch, ginge vorher auch ohne Overlay. Mal kurz den Ratten kurz löschen. Entschuldigung, bin ich vorbeigefahren. Das ist nicht so gut. In meinem Fall kann ich nicht rauffahren. Da wollen wir mal kurz wenden. Denn wenn wir hier rauffahren, ist die Frucht hinüber. Das ist ein Arsch. Wollen wir nicht. So, auffüllen und dann zu, ich glaube 54 rausgehen. Mal gucken.
Dann können wir auch nicht mehr die Maschinen immer reparieren, wenn alles erledigt ist. So. Währenddessen wir mal auffüllen. Schaut doch mal nach. Mission. 55 war Mais. Wir haben drin Mais. Gut, voll. Schnell zumachen. Wird alles nass. Wenn ich alles mit Big Bags von Händler machen müsste, wäre eine Katastrophe. Man kann aber auch Saatgut kaufen. Was ich vielleicht überlege zu machen und die Station aufzufüllen. Und dann kann man das in Zukunft an der Station verkaufen. Dann ist der Hof nicht überladen. Dann muss ich mal zu Reibeisen und dann Saatgut kaufen und Dünger. Jetzt geht man zu 54. Die wollen auch Mais haben. Was ist mit Mais los hier? Ja, Mais bringt eigentlich viel Geld. Und für die BGH, Silage, da kann schon was bringen. Finanziell. Da muss ich mal schauen, wie am besten fahre. Dann können wir hier schon lang fahren, eigentlich normalerweise. Durch den Wald. So. Muss ich mal was kurz schauen? 54. 60. Ich wurde oben. Ja, Schachbrett, da findet man leicht zurecht. Muss nur immer Höhe und Breite. Aber so ist ja normal real das Gelände ja nicht oder die Landwirtschaft nicht. Beziehungsweise das Terrain, da wo die überall ihre Ecke und Felder haben. So, das ist jetzt die 53. Oder 54 fährt da schon einer. 55 wollte ich. Da oben. Aber schön grün das Getreide hier. Ich glaube Hafer, glaube ich, oder? Weiß ich gar nicht genau jetzt. Sieht schön echt aus. Die Bäume, ja, die Bäume. Man kann es bekommen. Ich wollte eigentlich Bäume fahren. So, das ist dann jetzt hier ein Fahrzeug. Bei der 42. Wir müssen rechts rein. Dann sind wir schon mal dicht bei. In der Nähe. Und hier zu Ende. Hier ist die Welt zu Ende. Müssen wir hier den kleinen Weg gehen hier. Da ist hier 57. Oh, sehe nichts. Oh. Ich glaube, wir sind richtig. Ja, genau. Das ist genau die richtige Größe für einen.
So, Eis. Weil das kann auch passieren, wenn man sagt, okay, man nimmt eine andere Saat und dann hast du mich hier auch nicht erfüllt. So. Die 11, da muss ich warten. Da ist er bei. 29, ja. Da bleibt noch die 34 und die 46. Die 46 könnt ihr ja auch noch gleich machen, naja. Aber das ist ja. Jetzt können wir unseren anderen erstmal vom Falt, vom Feld nehmen. Der muss eh noch mal einmal arbeiten. Aber wir müssen mal warten, bis er mal wächst. Also schön dicht gewachsen, ne? So viel Grün, ein grünes Meer. Normalerweise kann der leichter bleiben. Wieder oben hinstellen. Da können wir garantiert nicht viel Fahne her. Unkraut wächst auch schon. Aber das machen wir nichts. Mit den kleinen Punkten machen wir nichts. Das ist nicht der Rede wert. Mit den Einbußen können wir leben. Wenn es so punktuell ist, dann werden wir nichts machen. Kann sein, dass wir beim nächsten Mal ein bisschen mehr machen müssen. Kann sein. Aber schauen wir mal. So. Wir da, wo wir vorher waren, ne? Aber wir müssen warten, bis zumindest einmal gewachsen ist. Das heißt, von heute gesehen, morgen. So. Sieht auch gut aus. Hafer will reichen. So, da ist er bei. 29 ist auch bei. Ich habe nur 4 Maschinen. Aber alle laufen. Aber jetzt sehen wir jetzt, dass ich beide Kurse alle speichern muss. Ja, nicht zurücksetzen. Achso, sind drinne. Weil das machen wir nächste Woche weiter. Das ist jetzt Feld Nummer 54. Ja. Was ist da in Ordnung eigentlich? Muss immer halbwegs gleich sein. Also mal gucken, was wir da geschrieben haben. Nächstes Mal, letztes Mal aufsteigen. Hoffe, da nichts, auch nichts. Ja, können wir mal gucken. Aussaat haben wir. Aussaat haben wir. Dann schieben wir da rein. Flügen. Das ist jetzt. In Aussaat ist Flügen drin. Na ja, gut. Da. Aber geschrieben habe ich Aussaat. Aha. Also. Wo ist jetzt die Maus? Richtig, wir speichern jetzt die Kurse. Ich glaube, das 54. Ups.
kann jetzt auch verkehrt sein, jetzt, ich. Na doch, richtig. Machen wir das mal. So. Hier müssen wir separat speichern, zwar. Feld 29. Für später. Das vergessen wir. Okay. So, wird auch gespeichert, also. Tja. Das war's für heute. So, liebes Zuschauer, das soll es heute gewesen sein. Für eine Aufnahmesession. Ich danke fürs Zuschauen, fürs Reinhören. Und fürs fleißig Kommentieren. Hoffe ich mal, dass ich eigentlich alle Kommentare kommen. Wenn nicht, auch nicht tragisch. Dann seid mal Tschüss und Winkel. Ciao, ciao. Man hört sich und sieht sich vielleicht morgen zur nächsten Folge. Tschüss.